Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, es gab natürlich kein Update, also es gab ja kein richtiges Game-Update, Leute. Also fand ich jetzt, es gab jetzt nicht so wirklich so ein Game-Update, sondern es gab ja eher so ein bisschen was zu kaufen. Finde ich sowieso mal sehr, sehr schwierig, dort etwas, sage ich mal, ich will nicht sagen geeignetes zu finden, aber ich finde es schon sehr, sehr schwer im Moment überhaupt für andere Sachen als für, ich will mal sagen, Lebensmittel Geld auszugeben. Oh, ich muss die Heiler ja auch setzen, ne? Macht Sinn, ne? Müsste die Heiler auch mal setzen, das könnte Sinn machen. Warte mal. Und, denn das finde ich schon sehr, 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 sehr schwierig im Moment dort. Na, der geht noch da, naja, egal. Und, aber es gab ja jetzt drei Kaufoptionen, oder zwei Kaufoptionen, meine ich, gab es. Und die gucken wir uns auch gleich an. Gar keine Frage, finde ich eigentlich, es geht so. Finde ich eigentlich, es geht so. So, wir müssen aber hier ein bisschen weitermachen. Einmal hier und einmal so. So passt das. Hier können wir mal zweimal von denen nehmen und dann schicken wir hier die ganze Meute rein. Den müssen wir noch umstellen hier. So, ein paar von den Hoggies. Geht hinterher. Und dann kann das hier reingehen. Den King zünden wir mal. Ist da auch reingegangen. Die Queen ist nicht mehr am... Oh doch, die Queen ist auch noch am Leben. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die... Ich glaube, hier mache ich die mal ein bisschen mundtot. Und... Muss mal eben schauen, wo wir noch geeignet viele, viele Truppen haben. Aber wir haben gar nicht mehr so viel, ne? Na, hier gehen sie noch mal ein bisschen durch. Aber ich habe, glaube ich, alle Hocks und alle die anderen Truppen komplett verloren. Ich wollte aber meine Queen, mein Royal Champion da nicht verlieren. Fries. Ah, Fries, blöde gesetzt. Naja, was willst du machen? Und, denn es wird ja alles teurer. Ich habe gestern blutende Augen bekommen, als ich meine Strom-Jahresabrechnung bekommen habe. Also nicht nur, dass ich ja ab und zu mal mit dem Auto hier tanke, also Strom tanke und bekomme das Ganze aber immer wieder. Aber wir waren ja letztes Jahr doch vermehrt zu Hause. Ja, der hat jetzt echt noch alles weggebrannt? Okay. Ich dachte gerade, der hätte jetzt alles weggebrannt. War vermehrt zu Hause noch. Und also auch zu dritt hier die lange, ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, letztes oder war es vorletztes Jahr, die lange, ich glaube es war noch letztes Jahr, die lange Lockdown-Phase, wo die Schulen auch nicht offen war, wo es ohne Ende Homeoffice gab und dort kommt sicherlich auch der etwas mehr Verbrauch, also so ultra viel mehr haben wir gar nicht verbraucht, aber dennoch, das ist teurer im Moment, wisst ihr selber, kostet irgendwo wo Öl, Mehl und mal wieder Klopapier, nicht mehr Geld, aber es ist nicht mehr zu bekommen, so hier und da, ist mir auch mal wieder ein Rätsel, warum das ausgerechnet bei solchen Produkten ist, ich meine, ja, es ist ein bisschen erklärbar, aber dass das so von heute auf morgen kommt, ne? Ich meine, die Händler machen auch gerne mal einen Reibach, jetzt mit der Krise und natürlich auch immer noch mit der Corona-Pandemie, sofort die Preise anzuziehen, ist, finde ich, auch ein bisschen, ich will nicht sagen unverschämt, da will man sicherlich ein bisschen vorarbeiten, aber alles wird teurer und trotzdem gab es hier zwei Kaufoptionen und ich bin damit nicht mit einverstanden. Also erstmal sehe ich das nicht als Update an, weil es ist überhaupt kein Update hier, es kam kein Spiel-Update weil es kommt einfach nur eine Szenerie, es kommt eine Herausforderung, die Galadons Golem Spießrutenlauf Herausforderung. Wer noch nicht reingeguckt hat, so sieht das Ganze aus und ist scheinbar nicht ganz so schwer, wie es eigentlich aussieht. Ich hatte die Sachen ja gestern auch schon tatsächlich gesehen, wollte eigentlich darüber auch ein Video gemacht haben, aber als ich dann etwas ganz Bestimmtes sah, habe ich mir überlegt, nee, machst du doch nicht. Den finde ich nicht so gut, lass mich mal gerade anfordern.
lass mich mal eben anfordern, bitte. Und zwar wollte ich eine Blimp haben. Ich wollte viele, viele Loons haben. So. Und zwar geht es hier um die Kaufoption. Also mit der Urheiz-Szenerie oder Primal-Szenerie hieß das im Englischen. Die finde ich noch gar nicht mal so schlecht. Die kann man sich jetzt auch nicht größer machen. Aber ihr habt das sicherlich ja auch schon gesehen mit dem E-Drug-Tail, mit dem E-Drachen-Wal oder so. Und ist sicherlich ganz schick, aber 6,99 ist auch mal viel Geld. Nur für eine visuelle Veränderung. Aber ist was fürs Auge. Also es gab ja vor gar nicht allzu langer Zeit gab es ja mal eine, die hatte diesen blauen Schimmer. Da habe ich ja auch gesagt, das geht gar nicht. Und die ist mal wieder so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen augenfreundlicher. Aber was eigentlich gar nicht geht, ich meine, ich finde den Skin, finde ich gut. Ja, den Skin finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass man ein atemgeschütztes Tier genommen hat und hält es als Schild hin, klopft auch nochmal auf den Kopf. Ja, neues Modell, neue Texturen, besondere Animationen, visuelle Effekte und Soundeffekte, Leute. Dafür zahlt ihr jetzt 9,99 €. Ja, dass natürlich hier auf einen Kopf einer Schildkröte geschlagen wird und die auch noch als Schild benutzt wird, das seht ihr gar nicht, oder? Also ich finde das nicht so gut. Das hätte man sicherlich etwas geschickter lösen können. Von mir aus lässt man nur den Panzer da und nicht noch den animierten Kopf. Aber ich fand es halt gestern, wo ich mir das so mehrmals angeguckt habe, fand ich es nicht mehr so gut. Und damit jetzt finde ich Werbung zu machen, dass man jetzt der Skin beinhaltet neues Modell, neue Texturen, besondere Animationen, visuelle Effekte und Soundeffekte. Ja. Ja. Okay. Ich lasse das mal so dahingestellt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. 10 €, Leute. Und hier auch nochmal 7 € sind 17 € minus 2 Cent sind 16,98 €. Wenn ihr das gerne gönnen wollt, 16,98 € könnt ihr euch kurz mal ausrechnen, wie viel Liter Diesel man im Moment dafür kriegt. Nicht wirklich viel. Aber man kann ganz viel Öl kaufen, man kann ganz viel Mehl kaufen und noch mehr Klopapier, falls nicht wer noch ein bisschen aus dem ersten Lockdown im Keller hat. So will ich es mal sagen. Naja, ich will mich gar nicht mal so aufregen. Ich wollte mir jetzt erstmal gerade selber spenden. Hier einmal mit dem AFA, also so ein neues März-Update. So, ich sehe das nicht als März-Update hier. Deswegen zweifle ich das auch an und dann auch noch mit der Animation, die man da bezahlen soll. Ich meine, natürlich bezahlt ihr damit das Backend bei Supercell. Also am Ende kommt vielleicht noch ein Cent beim Programmierer an, der sich jetzt so Mühe gegeben hat und hat hier diese Animation auf den Weg gebracht. Ja, und diesen tollen Skin ist schon witzig, ich weiß. Es gibt ganz, ganz andere Zeichentrickfilme, wo es ganz, ganz anders brutal vorgeht. Aber da muss man sich ja jetzt nicht dran rumketten. Und von daher finde ich, ich finde den Skin gut. Aber ich finde die Aufmachung, wie es rumkommt, nicht so gut. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht sogar der gleichen Meinung seid wie ich. Oder ob ihr sagt, Toto, du hast einen an der Waffel. Ist doch eine schöne Sache hier für 10 €. So einen tollen animierten Skin. Endlich haben wir dann da auch einen Uhrzeitskin. Wobei die Gladiatoren ja sowieso... Kriegt die nicht gerade noch einen Skin hier? Die kriegt vor allen Dingen gerade noch einen Skin. Also 2 Skins auf einmal. Das finde ich schon ziemlich heftig. Aber ich hatte ja gesagt, ich wollte mal die Truppen spenden. Zack, zack, zack. Ganz viele von denen. Okay. Weil ich ja so ein bisschen mit dieser Armee hier angreifen wollte. Habe ich einen E-Drachen eigentlich dabei? Ja, ich habe einen E-Drachen dabei. Und dann können wir auch gleich wieder loslegen. Ich wollte mal ein bisschen nachbauen lassen. 1, 2, 3, weil ich jetzt ein bisschen mehr von denen verbrauche hier. Weiß ich auch gar nicht, warum er den gar nicht genommen hat. Und ich habe immer noch ein paar Bauarbeiter zu wenig, um hier mehr abzubauen. Aber ich habe auch gar nicht im Moment mehr Büsche, weil ich das Clan-Spiel eigentlich spielen wollte. Ne, das Passspiel. Ich wollte eigentlich das Passspiel spielen und ich muss hier einmal spielen. Glaube ich zumindest. So, dazu gucke ich mal rein, was ich hier machen muss. Ein bisschen ungewöhnliche Armee. Ich weiß, Leute, das sind hier Barbaren mit den Lakaien.
eigentlich ist es eine doofe Kombi, das weiß ich selber. Das weiß ich selber, deswegen, man muss ja nur die Barbaren nutzen. Manchmal muss er halt die Armee nehmen, aber ich wollte nicht von denen, von denen abweichen, geil, alle vier Fallen erwischt, wa? Und hab jetzt schon nichts mehr. Ah ne, so schlimm ist es nicht. Da geht noch ein bisschen was hoch, da auch, okay. Das ist aber in Ordnung. Lass mal gerade gucken, wo der Lava-Launcher eigentlich hinschießt. Okay, wir können ja noch mit 16 von denen was machen. Aber die lasse ich natürlich jetzt auch voll in den Lava-Launcher laufen, ne? Ist auch ein bisschen doof, ne? Deswegen wäre das vielleicht hier ein bisschen besser. Ich hau die hier mal alle rein, dass die hier noch so ein bisschen durch die Mauer gehen und vielleicht noch ein paar Prozente machen. Ich meine, einstellen haben wir jetzt eh gemacht. Was ja schon nicht schlecht ist. Und dann kannst du in jedem Fall hier... Ja, jetzt gehen sie sowieso alle kaputt. Aber fast 50%. Damit habe ich das Spiel jetzt auch schon wieder durch für heute. Im Pass bin ich ganz gut zugange. Da brennt nichts an. Ich glaube, ich habe erst einen Tag mal einen Angriff nicht gemacht. Und zwar im Tagdorf, meine ich. Ansonsten haben wir schon 1820 Punkte. Geht gut voran, hier ist nicht mehr weit. Dann haben wir zumindest den Skin hier. Hier hätte man sich ja, obwohl, nee, hier hätte man sich nicht auch drüber aufregen können. Hier ist alles tutti. Über den anderen kann ich mich ein bisschen aufregen. Danke, Nico, dass du den Clan auch verlassen hast. Ich muss immer ein bisschen gucken. Wir sind 44 von 50. Gestern waren wir ja pickepacke voll. Und mal sehen, auch Nico. Ach, Nico. Nehmt den nicht auf. Nehmt den nicht auf. Nico hier. Q2LC. RVQQC, nehmt ihn nicht auf, ist ein Channel-Hopper. Mit 124 Sternen hat er auch noch nicht wirklich viel erlebt in seinem Leben hier bei Clash of Clans. Und wenn ich mir so die Truppen angucke, dann ist da auch noch einiges offen an Zaubern auch. Und die Helden sind sowieso unter aller Sau gelevelt. Also wirklich scheiße. Und wahrscheinlich ist auch das Dorf auch noch scheiße. Ja, das Dorf ist auch noch scheiße. Das ist ein Rathaus 10 Dorf. Ich weiß nicht, man soll das nicht sagen. Aber warum kommen die Leute hier rein, stellen sich grün, gehen in den Krieg rein und verlassen dann den Clan? Ist mir ein Rätsel. Level 103. Der hat ja mein Lebtag noch nicht viel gespendet, oder? Nehmt ihn nicht auf. Nehmt ihn niemals auf. Schmeißt ihn raus, wenn er gerade bei euch ist. Paton will, vielleicht ist das auch gar kein deutschsprachiger Clan betrachten. Achso, dann kommt man immer in unseren Clan. Das ist auch irgendwie doof, wenn man Clan betrachten sagt. Man muss das von hier aus machen. Und ist das ein deutscher Spieler-Clan? Sehr aktiver Clan. Oh, ja. Hab dabei jetzt einen richtig aktiven gekriegt hier mit dem Nico. Einen richtig aktiven Clan-Hopper habt ihr da bekommen. Clan-Spiele kriege so oft wie möglich, spenden noch immer gerne. Viel Spaß. Offen für alle sogar. Okay, da kann ich es mir vorstellen. Da geht man natürlich gerne rein, weil mit so einem Grützedorf nimmt einem sowieso keiner. Und mit den kleinen Helden hier, die auf Level 9 stehen geblieben sind und die ja noch nicht mal einen einzigen Level auf Rathaus Level 10 gemacht hat. Nicht einen einzigen Level. Das ist echt ultra traurig. Und wenn ich jetzt reingucke, ich würde sagen, schlechter Spender. 1653. Ohne Worte. Ich glaube, da hat jeder Rathaus Level 4 mehr, oder? Mann, aber heute ist eine Ketzerfolge, ne? Meine Herren, ey. Bin aber auch jetzt ein bisschen angesäuselt, muss ich sagen. Warum machen die Leute das? Es ist mir ein Rätsel, echt. Wenn ich vor denen stehen würde, würden die das nicht machen, das weiß ich. Aber leider stehe ich nicht vor denen. Na egal, ich will mich da nicht... Ich wollte mich eigentlich nicht darüber aufregen, aber jetzt rege ich mich da fürchterlich drüber auf. Oh, den nehmen wir mit. Oh, eine Mille. Den nehmen wir mit. Warum nehmen wir den eigentlich mit? Weil der ganz nett ist hier. Wo hat er keine Luftabwehr? Hier unten. Okay. Oh, hier hätte ich vielleicht mal so einen davor setzen sollen. So, wo ist das Rathaus? Da, perfekt. Perfektes Rathaus. Können wir hier vielleicht ein bisschen funneln hier an den beiden Boxen hier? Nein, da will ich jetzt nicht rangehen. Ich will nicht an mein Telefon rangehen. Nein. Da will ich nicht rangehen. So, und so haben die Kollegen das nämlich zuhauf gemacht. So, ab geht er, der Peter. Das war die Taktik tatsächlich auch so unseren letzten Clan-Krieg, meine Lieben. Ganz krasse Action hier, muss ich sagen. Den setzen wir jetzt hier mal mit rein. Und was müssen wir eigentlich? Wir müssen bestimmt den Feger hier ein wenig
in Wut bringen, beziehungsweise ein bisschen stoppen. Jetzt nehmen wir den hier und jetzt gucken wir mal, wo wir hier noch so ein bisschen die Bets ansetzen können. Da sind zwei Magiertürme. Wir nehmen die mal hier, die Bets. Wir nehmen die Bets mal hier mit rein. Wir nehmen den Roll Champion hier auch mit hinterher. So, mal sehen, die gehen ja jetzt nach da. Wahrscheinlich nach da. Oh, noch gerade so gefrostet gekriegt. Oh, nicht gut. Frost nicht gut. Okay, Frost war nicht, weil der Frost war nicht so prall. Hier hinten kommen jetzt noch zwei Magiertürme. Und mal sehen, ob es ein bisschen was hilft. Ja, das geht. Und den auch noch mal in Frost. Oh. Eieiei. Okay. Ja. Papa kann's noch. Ich wollte die Armee nur ausprobieren, weil mit dieser Armee hat uns der letzte Gegner nämlich hingerichtet. Mache das dem jetzt gleich. Mache ich natürlich nicht. Ich übe immer noch so ein bisschen alle Angriffsstrategien hier. Das können wir so nehmen. Und eigentlich wollte ich davon eine Videofolge machen, aber heute gab es erstmal den Primal Warden. Es gab den Galadons Golem Spießrutenlauf. Es gibt noch das urzeitliche Angebot. Klar, jetzt 10 Tage oder fast 10 Tage ist das schon ein paar Stunden her. Und die anderen Sachen habe ich so gut wie nicht gespielt. Eigentlich schade. Für 1000 Schaden im Nachtdorf. Das hat man eigentlich schnell gemacht. Und Schweinereiter habe ich eigentlich eben benutzt, aber nur 9. Okay, vielleicht sollte ich da meine Armee nochmal umbauen. Oder in die andere Armee ein paar Schweinereiter mit reinnehmen. Muss ich mal gucken. Das Wochenende gehört sowieso nicht Clash of Clans, sondern das gehört New World. Und ich bleibe hier aber für euch ein bisschen am Ball. Wir haben alles voll hier. Mal sehen, ich gehe jetzt mal in den Clan Free-to-Play. Da klappt das im Moment überhaupt nicht mit den Clan-Kriegen, weil ich ja gesagt hatte, wir wollen eine 15er spielen. Machen wir aber nicht. Und spielen da wahrscheinlich doch wieder eine 10er, dass wir wenigstens so ein bisschen im Fluss bleiben. Alles klar. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges vor allen Dingen Wochenende. Erholt euch gut, schlaft viel, zockt viel, guckt viel Clash of Clans und so weiter. Und dann sehen wir uns in alter Frische. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.